Zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine besetzten die russischen Truppen auch das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl. 5 Wochen blieben die Soldaten auf dem radioaktiv verstrahlten Gelände. Bis heute sind die Spuren der Invasion sichtbar. Das Gebiet gehört zur Oblast Kiew. Nördlich der Hauptstadt und nahe der belarussischen Grenze liegt das Kernkraftwerk Tschernobyl, in dem es im April 1986 durch einen Reaktorunfall zum Super-GAU kam. Beim Vormarsch auf Kiew war der Weg über Tschernobyl der kürzeste, aber auch der gefährlichste. Kurz nach Kriegsbeginn besetzten russische Streitkräfte das Gelände des zerstörten Kraftwerkblocks. Panzer wirbelten radioaktiven Staub auf, es kam zu Schusswechseln. Die Stromversorgung fiel zeitweise aus, damit auch die Kühlung der Brennstäbe. Hunderte Mitarbeiter wurden zu Gefangenen. Ludmila Mykalenko musste 600 Stunden ohne Pause als Krankenschwester arbeiten, mit kargen Essensrationen und großen Sorgen. Sie sind mit schwerem Gerät vorgefahren, hätten direkt in das Gebäude eindringen oder auf uns schießen können. Alles war möglich und das war extrem gefährlich. Hier war das Hauptquartier der russischen Streitkräfte in Tschernobyl. Zuvor Büro von Strahlentechnikern. Nach 5 Wochen Besatzung bleibt eine Spur der Verwüstung. In diesem Labor liefen die Strahlenwerte aus der Region auf, ein Frühwarnsystem bei Unfällen. Russische Soldaten zerschlugen Messgeräte, stahlen Computer. 5 Wochen war Tschernobyl für die Welt ein blinder Fleck. Bis heute fehlen wichtige Messwerte. Wenn ein Feuer ausbricht und die Strahlenwerte ansteigen, wissen wir nicht, wohin sich die Strahlung ausbreitet. Nach Weißrussland, nach Europa, in die ganze Welt. Ausgerechnet in einem besonders verstrahlten Waldstück gruben russische Streitkräfte Schützengräben aus, kampierten dort bis zu ihrem Abzug Anfang April. Ahnungslosigkeit, Fahrlässigkeit, Zerstörungswut. Die Schilderungen von Zeugen hier in Tschernobyl über die russischen Besatzungskräfte legen nahe, dass die Region nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Offenbar waren die russischen Streitkräfte in keiner Weise auf die Risiken hier eingestellt.